Und diese Steuerforderung anhand des strengen Steuergesetzes in der BRD weitergemacht. So, und da die Genossen Volkspolizisten und die Genossenbeamten hier alle schön rübergingen und dann auch mit offenen Armen empfangen wurde, hat man das hier einfach weitergemacht. Und macht das heute bis zum heutigen Tag. Zumindest diese Genossen hier rübergekommen. Oder wie siehst du das da? Aber das sieht allen Anschein so aus. Weil wir erleben immer wieder, dass Private irgendwelche Steuernachforderungen haben, ne? Also Selbstständige, ne? Von denen sie nichts wissen. Und das ist schon sehr, sehr komisch. Oder? Das haben wir nicht nur einmal erlebt, aber haben das echt vorgenommen. Haben wirklich gedacht, dass sie nicht aufgepasst haben. Ne? Das haben uns etliche in diesen 10 Jahren erzählt. Ja, jeder so, wenn er da mal sitzt oder so, oder mal zur Ruhe kommt, erzählt er immer so ein bisschen seine Sorgen und seine Probleme. Das waren dann deren Probleme. Ne? So, und wir brauchten auch nicht lange warten, also dann waren die Geschäfte auch ganz schnell zu. Aber das war so viel, dass sie dann pleite machen mussten. Weil man dann auch noch neidisch war auf die alten Geschäftsinhaber, die dann lange genug das Geschäft hatten. Und dann musste es endlich weg. Weil dann ein anderer Interesse hatte für das Geschäft. Dann hatte sehe ich das heute und dann hat der Beamte wieder kassiert. Hier in Frankfurt. Ja, wir, natürlich haben wir Alteisen gesessen hier gesucht und waren sehr interessiert, was die erzählen, ne? Was sie alles so erlebt haben in Frankfurt. Ne? Auch alteingesessene Deutsche übrigens, ne? Da war es auch schon in Höchst, ne? Ja, und dann sind wir mal wieder da gewesen und haben gesehen, die Geschäfte sind weg, also haben es nicht geschafft. Kein Wunder. Kein Wunder, wenn das so, wenn man so bevorzugt wird, wie wir bevorzugt werden. Manchmal denke ich, er war da sehr laut und wirsch, der Bärtsch, ne? Sollte das so ein kleiner verstecktes Angebot sein? Dass er mich gar nicht demütigen wollte, ob ich eine extra Wurstanbindung bevorzuge? Sollte dieser Bärtsch das angeboten haben, ob ich eine Bevorzugung haben möchte? Braucht bloß was zahlen? Hat er sich vielleicht nicht direkt bei mir getraut? Nadi. Also das muss nicht gewesen sein, dass er mich damit demütigen würde. Das ist schlecht, das konnte man bei uns nicht direkt sagen. Das haben sie gemerkt, wie ehrlich gesagt, Herr Martin. Das haben die Korrupten vom Roten Kreuz natürlich gleich erzählt, beziehungsweise da unten vom Evangelischen Verein für Wohnraumhilfe, ne? Die beiden da, die dann gleichzeitig auch Sozialarbeiterin waren und denen wir gar keine Unterstützung hatten, wo man es immer hindrängen wollte, damit wir gar nicht sehen, was hier los ist, ne, Nadi? Ja. Aber wir haben uns ja die beiden Tauben angeguckt und hatten keine Interesse. Ja. Und dann hat man so mir aufgedrängt, wie meine Frau dann verhaftet wurde. Ne? Ja, im Januar, also so lange hat man sich nicht gekümmert, wollte sich nicht kümmern, dann wollten wir nachher nicht mehr, ne? Mit der Platz sowieso nicht, dann noch die Brüche aufgedrängt, man hat dann angeblich gewechselt. Glaube ich heute gar nicht mehr. Ne? Könnt ihr nachlesen, was da gelaufen ist, oder von den Kindern mal lesen, was ich da geschrieben habe, ne? So, und da denken wir heute, das geht hier auch einfach so weiter, wie es hier dann gebe. Das könnte man importiert haben aus DDR-Zeiten, die diesen hier gezeigt haben, wie das so richtig läuft. So möchte nicht ausschließen, dass man hier dann auch immer weiter irgendwelche Einwohner und Namen hat und darauf sehr schön kassiert. Dann auch irgendwelche Zweitbriefkasten und so, wo man dann da die Rechnung dann hinschickt und so, wo sie dann näher verschwinden. Das ist ja das Einfachste, wenn so eine Behörde total zusammenhält. Oder? So, möchte auch nochmal sagen, Arbeitsgericht. Wurden wir nur benachteiligt schon in Rostock, ne, Nadi? Auch gegen meinen Arbeitgeber hatte ich auch einiges. Weil ich habe einfach meine Sachen nicht gekriegt, das hat man mir geklaut. Und auch noch einige Sachen, die war sehr unfair, ne, Nadi? Dann hat man da ja auch, irgendwie habe ich ja jetzt auch noch was gefunden, ne? Irgendwelche angenehmen Schlüssel habe ich nicht abgegeben oder sowas, ne? All so ein Blödsinn, ne, Nadi? Das war schon gar nicht mehr an dem, das ist alles eine harte Erfahrung.
gewesen und dann bin ich da auch nicht durchgekommen. Und hier wollte man uns auch unbedingt an dieses Arbeitsgericht haben, weil das hier gleich in der Nähe ist. Kannst du dich erinnern, Nadja? Eine Zeit lang haben wir da immer überlegt, aber wir haben den gleich sein lassen, weil für uns waren alle dagegen und haben dagegen gearbeitet, so hat die Stasi eingestellt. Ne? Weil wir würden sonst über dieses Gericht da dieses andere Gericht nochmal anholen in Rostock, ne? Das Arbeitsgericht. Und nochmal gegen unseren Arbeitgeber vorgehen, ne, Nadja? Beziehungsweise meine Frau natürlich gegen den ehemaligen Arbeitgeber. Was wir natürlich auch heute machen müssen, weil auch sie sind kriminell gewesen, hätten wir es einmal sagen müssen, dass sie nie da sind. Ne? Ja. Nichts anderes, und dass wir den Doppelgänger entschuldigt haben. Oder Nadja? Weil er war ja dann eher weg, als ich dann angeblich so krank war, 96. Dann hat man nur doof getan und wollte nur kassieren. Man hat auch kassiert, ne? Ja. Das ist immer noch, dass wir uns dann absparen mussten, wenn wir mal was haben, haben die auch mal was gekriegt. Das hat uns auch mal schön braucht, ne? Ja. So, und das vermuten wir hier auch alles. Nichts anderes. Das habe ich auch gesagt, ne? Also auch uns wollte man wieder eine Hypothek runterrufen. So, ich möchte nochmal unterbrechen.